Zurück bei den Beamten der Wasserschutzpolizei Bremerhaven. Die Polizisten sind auf der Suche nach Umweltsündern auf hoher See. An Bord des Baggerschiffs Eke Möbius nimmt Horst Döger nun die Farbeimer genauer unter die Lupe. Der erste Offizier Martin Hoffmann muss Rede und Antwort stehen. Okay, ich hatte hier noch Farbeimer gesehen. Ja, wir haben hier. Kommen die her? Die sind gesammelt. Also, wir haben jetzt gerade in letzter Zeit ziemlich viel gemalt. Ihnen ist klar, dass natürlich das hochgiftiges Zeug ist. Das ist hochgiftiges Zeug. Toter Wurm, toter Fisch. Ja. Es gehört absolut nicht ins Wasser. Der Umweltpolizist muss genau prüfen, wie die Crew mit diesen Giftresten umgeht. Weil das ist ja nun auch alles Sondermüll, das genau. Muss alles vernünftig entsorgt werden. Genau, sieht das aus. Das geht dann auch so mit der Entsorgungsfirma dann weg und wird dann eben über die Entsorgungsfirma. Gut. Haben Sie schon was abgegeben? Nein, wir haben noch nichts abgegeben. Wir haben aber noch einen Zettel von einer alten, wo Sie das eben dann auch sehen können, dass wir eben Farbeimer und sowas dann eben abgeben. Okay, den würde ich ganz gerne sehen. Ja, den gucken wir uns dann an. Wann war das? Wann war die letzte Abgabe von Ihnen? Das muss beim letzten Mal in der Werft gewesen sein. Das musste kontrolliert werden, weil man sieht, dass da ein toter Fisch, ein toter Baum drauf ist. Und wenn diese leeren Farbeimer, auch mit Farbresten verhaftet, ins Wasser gelangen, das ist nicht gut für unsere Meere. So, hier haben wir dann unseren Müllordner. Ja. Hier ist dann die letzte Abgabe dann eben drauf eingetragen. Hier in Bremerhaven, Kategorie A, das ist dann Kunststoffe. 2 Kubikmeter ist richtig. Lebensmittelabfälle 0,5, richtig. Die Einträge im Müllordner sind korrekt, aber den Lagerplatz für den Plastikmüll hatte der Seemann nicht in den Büchern vermerkt. Das muss er jetzt nachtragen. Mit dem Müll unten, mit dem Müllplatz, das tragen Sie bitte noch in Ihren Müllbehandlungsplan ein. Ja. Und achten Sie bitte immer darauf, dass Ihre Bücher vernünftig geführt werden. Ansonsten müssen wir leider mal dienstlich werden. Und Sie wissen, wir können auch unangenehm werden. Ja, das stimmt. Der Chefingenieur der Eke Möbius führt die Beamten jetzt in das Herz des Schiffes, den Maschinenkontrollraum. Hier lassen sich die Polizisten die Öltagebücher zeigen. Damit können sie feststellen, ob der Techniker Altöl und Schmutzwasser korrekt entsorgt. Es gibt internationale Vorschriften, wo das vorgeschrieben ist, wo dokumentiert wird, was das Schiff mit seinen Abfällen macht, ganz gleich, welche Art diese Abfälle sind, wo sie herkommen. Und darüber muss ein Nachweis geführt werden und der muss auch nachvollziehbar sein. Insofern gibt es die Vorschriften und dementsprechende Dokumente wie Tagebücher zu führen. Das Bilgenwasser an sich selber, wenn jetzt die Tanks soweit voll sind, was passiert damit? Wenn die Tanks voll sind, wird das vorher angemeldet und dann laufen wir ein im Hafen, beziehungsweise es kommt ein Sludgeboot raus, die das dann mitnehmen. Auf hoher See werden Altöl und Schmutzwasser erst in Tanks zwischengelagert. Diese Menge muss die Crew dann im Öltagebuch eintragen. Das Öltagebuch kann ausgestellt sein, von wem es will, aber das System ist überall das gleiche. Das heißt, man braucht die Sprache gar nicht können von einem, der das einträgt. Normalerweise ist es Englisch. Anhand der Kürzel können wir sehen, was passiert ist. Das ist, soll auch so einfach wie möglich sein. Für die Kontrolleure, aber auch für die Anwender. Die Ölstände misst Robert Naumann später extra noch mal nach. Chefingenieur Klaus Rinke weiß, dass die deutschen Behörden hartnäckig sind und hat sich auf die strengen Vorschriften eingestellt. Einfach so aus dem Bord kommen und so, das ist nicht mehr, das ist vorbei. Das kann man nicht machen. Das ist ja auch der Umwelt zuliebe. Ne? Das wird auch regelmäßig kontrolliert durch die Herren hier. Und von daher ist das nicht unmöglich, weil man alles nachweisen kann. Das ist nicht mehr möglich. Ist auch gut so. So soll das sein. Genau. Kein Öl darf ins Meer gelangen. Die Beamten prüfen als nächstes den Maschinenraum des Schiffes. Hier herrscht ein Höllenlärm. Das ist ein anstrengender Arbeitsbereich, der Maschinenraum. Erstmal durch den Lärmpegel bedingt. Es ist schon ein extremer Arbeitsplatz, der einen sehr fordert. Die Motoren laufen mit Schiffsdiesel. Wie der Kraftstoff für unsere Autos darf er nur geringe Mengen an giftigen Abgasen produzieren. Die Sanktion, wenn der Schwefelgehalt erhöht ist, kann es erstmal ein Bußgeld geben gegen, gegen das Schiff. Und mit der Konsequenz, dass auch dafür gesorgt werden muss, dass neuer Brennstoff an Bord genommen werden muss, der den Regeln entspricht. Ist der Diesel zu dickflüssig und trüb, wäre das ein Verdacht auf zu schlechte Qualität des Kraftstoffs. Dann dürfte er nicht mehr eingesetzt werden. Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff und Elektrik. Und das muss man hier alles finden und das muss alles auch miteinander zusammenspielen. Das ist natürlich beim Auto genauso.
ist irgendwas weg, steht die Anlage. Immer tiefer klettern die Beamten in den Bauch des Schiffes. Hier sind die Altöltanks untergebracht. Penibel vergleicht Oberkommissar Robert Naumann die Füllstände mit den eingetragenen Zahlen. Anfangs der Kontrolle haben wir uns über die Papierlage einen Überblick geschafft. Und um checken zu können, ob diese Eintragungen da weit entsprechen, guckt man natürlich auch mal die Tanks nach, ob der Füllstand, so wie er im Buch steht, gleichbedeutend ist mit dem, was wir vorgefunden haben. Noch tiefer im Schiff steht die Bilge. Diese Maschine soll das überschüssige Wasser aus dem Rumpf pumpen und von Ölresten reinigen. Also im Prinzip ist hier das Schiff fast zu Ende. Hier noch ein Doppelbodentank drunter und dann sind wir im Wasser. Das heißt, wenn man hier an Leitungen sich vergreift oder sagen wir mal, kontrolliert oder aufmachen lässt, muss man immer wissen, was passieren kann. Man muss höllisch aufpassen. Wir sind für unser Tun voll selbstverantwortlich. Robert Naumann nimmt eine Probe aus der Wasserreinigungsanlage. Jetzt dürfen eigentlich keine Ölreste mehr in der Flüssigkeit sein. Sieht wie normales Wasser aus, aber wir schauen uns ja das nochmal genauer oben an, ne? Aber so augenscheinlich und vom Geruch her macht das einen sehr guten Eindruck. Im Maschinenkontrollraum prüfen Robert und Horst, ob auch wirklich keine Ölreste im Wasser sind. Der Teststreifen soll es zeigen. Wenn sich jetzt die Farbe ändert, hat die Bilgepumpe versagt. Schief, wir gucken nochmal nach. Wie sich das bei dem Teststreifen verhält. Also es bestätigt den Eindruck, den wir auch schon so auf Sicht- und Riechprüfungen hatten. Das Wasser ist ölfrei, der Streifen nimmt keine Flüssigkeit an. Also vielen Dank. Ja? So wie es sein soll, richtig? So wie es sein soll. Das Baggerschiff ist sauber. Die Beamten sind fertig und erteilen die Freigabe zur Weiterfahrt. Wenn man so Strände nimmt im Mittelmeerraum, auch am Atlantikbereich, wo es früher schwarze Füße gab, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, weil ich sehr gerne nach Spanien fahre, an der Atlantikküste, dass es jetzt die Füße sauber sind. Und ich denke, das ist auch ein Resultat unserer Arbeit, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sein können. Durch Kontrollen wie diese gehören die deutschen Seehäfen zu den saubersten der Welt.